Ich glaube, das wäre das Sinnvollste. Ich komme gleich zurück. Hast du das große Schiff soweit stabilisieren können? Ja, ich konnte es noch retten, also daher, ja. Gut, weil ich habe nämlich keine Beine. Wie du es sicher bemerkt hast. Weil es nur bis hier der Berg so weit abgetragen ist, das passt. Ui, das gibt einen lustigen Effekt. Boah, das Ding bohrt da ganz schön lang dran rum. Vielleicht ist das auch mein grundsätzliches Problem. Ich sollte da nicht zu schnell agieren. Geduld ist eine Tugend. So. Vielleicht sollte ich für das Schiff auch noch ein Rückwärtsglas einführen. Das ist eine Scheibe fürs Rückwärtsfliegen. Unser Schiff steht voll auf dem Kopf. Oh, Moment. Okay. Moment, Moment, Moment. Nimm alles zurück. Komm, brems. Ich will hier nämlich einen GPS-Checkpoint, falls wir das Schiff noch fünfmal drehen oder so. Ist mir gerade so aufgegangen, dass es gar nicht so falsch ist. So, GPS. Neu. Den nenne ich dann Nickel und so. Ach, den kann ich eigentlich löschen. Stimmt. Neu von aktueller Position. Und dann Nickel und so. Ja. Da muss geübt sein. So, das Schiff abgestellt. Ja, soll ich mich jetzt drehen oder was? Also die Vielleicht sollte ich Musik kommt doch mir ein einfach mal bisschen. die Lichter abbauen hier. Ja, das wäre ganz gut. Die Musik kommt mir ein Ticken epischer vor als sonst. Habe ich jedes Mal das Gefühl, wenn es ein Update gibt. Die Musik in Space Engineers ist allgemein schon episch. Nein, du sollst nicht den leichten Panzerungsblock abbauen, sondern die fucking Lichter. Wieso werden wir nichts mit den Lichtern machen? Dreht das Schiff wieder? Ja. Ich bin noch nicht dran geflogen, gell? Ja. Noch nicht. Ich hätte eine Theorie. Ich glaube, das liegt an den unten an dem einfahrbaren Dingenskirchens von der, also halt unten im Hangar, wo wir unser Aber wo wir großes unser Fundschiff. Kolbenexperiment gemacht haben. Genau. Ja. Mittlerweile halte ich für alles für möglich. Aber ich krieg voll Damage. Also stabilisieren oder soll ich mich drum kümmern? Nur ich bin gerade auf dem Weg, aber ich gebe mein Bestes. Hey, du lädst immerhin die Akkus auf. Jetzt stehen bleiben. Oh, Ich kann nicht. das wäre so brillant Und gewesen. ich bin gestorben. Oh, Scheiße. Shit. Da warte ich jetzt, bis die nächste Umdrehung kommt. Brickheadsdämpfer an. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Schiff anfliegen muss. Oh.
Jetzt kommt die große Seite. Ich komm nicht mal aus dem Raum raus. Ich kann... Na, fuck. Oh, oh, oh. Hilfe. Das Schiff ist total am Eskalieren gerade. Jetzt porn ich und bin direkt tot. Ey. Oh, jetzt da. Jetzt bin ich drauf. Aber ja, man kann nicht mehr lenken. Man kann seinen eigenen Charakter nicht lenken. Ja. Es wäre aber eine Treppe ganz gut gewesen, um da hochzukommen. Ich glaube, wenn ich jetzt da reingehe, muss ich ganz schön nach oben steuern. Oh. Jetzt da, jetzt da. Ich versuche das Schiff unter Kontrolle zu bringen. Schaffst du's? Ich bin oben. Ich bin oben. Ich bin oben. Okay. Oh, oh. Nein, nein, nein. Raus. Oh, Alter. Ja, und ich glaube, es liegt an unserem Kolben-Experiment. Sobald du das Schiff unter Kontrolle hast, nicht aussteigen, nicht aussteigen. Du musst drin bleiben. Okay. Und dann baue ich hinten das mit den Kolben weg. Okay, ich bin drin, das Schiff dreht nicht mehr. Okay. Alter, das ist... Ja, Spannung pur bei unserem Let's Play. Also, das ist... Lass mal das, oder? Keine Kolben mehr. Ja. Ich habe mich gerade so ein bisschen gefühlt wie in Interstellar. Mhm. Den Film schon mal gesehen? Nö, leider noch nicht. Kann ich echt nur jedem ans Herz legen. Ist ein echt guter Film. Wenn du Pizza mitbringst, dann kannst du auch gerne zu mir kommen. Dann schauen wir ihn an. Lass doch noch jemand behaupten, berühmte Leute wären nicht bestechlich. Ich bin gar nicht bestechlich. Aber wenn du Pizza mitbringst, dann kann man da schon was arrangieren. Sag mal, wie weit du bist. Gleich, warte. Ich muss ja erstmal das andere Schiff abstellen. So. Und jetzt dann die Sache mit den Kolben endlich. Es hat angefangen, sobald du wieder ausgestiegen bist, oder? Ne, das ist eigentlich so per Zufall gekommen. Okay. Du bist auch gegen nichts gestoßen oder das Ding hat sich auch nicht abgehoben oder sonst irgendwas? Nö, nichts. Hm. Okay. Mal schauen, ob das Schiff so bleibt. Wie stehen wir denn so? Was? Darf ich ein bisschen drehen? Langsam halt. Hm. Nö, aber was du machen kannst, versuch mal alle Gravitationsgeneratoren auszuschalten. Okay. Haben wir dafür eine Gruppe? Nö, die musst du alle einzeln, glaube ich, auswählen, aber ich glaube, das geht einfach. Drei Stück, jetzt, wenn ich es so sehe. Ja, das sind die. Gravitationsgeneratoren. So. Speichern. Und Achtung. Toll. Sind sie aus? Nee. Noch nicht, nein, nein. Ich sag dir, wenn sie aus sind. Ich sag dir, wenn sie aus sind. Okay. Block umschalten, da ist es. Jetzt okay, da. Gut. Weil dann. Keine Schwerkraft. So. Jetzt mache ich nämlich was richtig Cleveres. Wow, clever gleich. Ja, Mann. So wie ich mit meinem Stuhl. Ich weiß nicht, also laut Outer City dürfte man es im Video auf jeden Fall hören. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Ich hab's gehört. Okay, dann hört man's. Komischer Stein in 22 Kilometer Entfernung. Okay. Boah, ich würde das Spiel echt gerne mal mit Interstellar-Musik wieder spielen und im Let's Play am liebsten, aber naja. Sag mal, ist es bei dir auch so, dass es seit geraumer Zeit so ein bisschen Grafikprobleme gibt im Spiel? Definierte Grafikprobleme. Schwarze Streifen, also die nicht sonderlich dick sind.
Nur immer mal wieder so auftauchen. Ja, manchmal. Also schön. Jetzt tauch mal kurz so ein bisschen ab, also halt C drücken. Tue ich. Ja, gut, halt. Stopp, stopp, stopp. Ja, stoppt schon. Und jetzt geradeaus. Ja. Du weißt, das Schiff bremst schwer. Ja. Was soll ich machen? Weiter geradeaus. Okay, ich glaube, das dürfte reichen. Weißt du was? Ja, jetzt kannst du anhalten. Okay. So, weil dann haben wir nämlich die Platte raus, weil die... Nun ja, jetzt kannst du von mir aus die Gravitationsfeldgeneratoren wieder anmachen. Gut. So. So, sind wieder an. Genau. Wir brauchen hier oben noch einen. Wir sind nur 0,25 G, das ist echt wenig. So. Wo ist denn die Platte jetzt? Ist die hinten draußen, oder? Ja. Ich schau mal. Ich brauche nämlich Stahlplatten, deswegen. Bietet es sich an. So. Und die hat dann immer Probleme gemacht, oder? Genau, anscheinend ist die am... ordentlich am Spinnen. Alles, was Bugs macht, wird entfernt. Oder Probleme ja. macht. Wobei das Ganze trotzdem noch hardcore am Rumzittern ist. Das Schiff? Ja, es fängt ja. gerade wieder an. Oh, 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 oh. Mhm. Bist du am Steuern, am Ausgleichen des Schiffes? Ich flieg gleich hin. Ja, dann kümmere ich mich nämlich um die Stahlplatten hier. Eine andere Theorie könnte meiner Meinung nach sein, wieso das rumbuggt, ist einfach, weil Space Engineers einfach nicht darauf klarkommt, dass jemand wirklich Flugzeugträger baut und drauf Schiffe abstellt. Kann vielleicht sein. Und deswegen ist mit den Fahrwerken rumspannt. Wir könnten eine Station bauen und dem Schiff Fahrwerke geben und auf diese Station platzieren, weißt du? Brauchen wir halt auch wieder arschviel. Wobei es geht eigentlich, du müsstest ja nur ein oder zwei Fahrwerke bauen. Und auf diese Fläche müsstest du noch ein Stahlgerüst bauen, wo du die Fahrwerke halt dann drauf abstellen kannst. Das wäre so eine Idee. Ja. Okay, ich bin wieder drin. Weil, das fällt mir schon seit geraumer Zeit auf, dass wenn du was abstellst auf dem Schiff... Wow! Heilige Scheiße oben. Was ist passiert? Ach du Scheiße. Weißt du, dass ich gerade an einer Stahlplatte dran bin und keine Ahnung habe, was du machst? Ich habe nichts gemacht. Was ist denn passiert? Oben der Armored Transport Sharon ist irgendwie rumgebuggt und hat erstmal... oben ins Deck einen Riss reingerissen. Ah, holy fuck! Ja. Holy... Mauli. Ja. Oh, du weißt ja schon, dass das Schiff auch nicht mehr ganz so ganz ausschaut. Mhm. Alter, fuck. Ach du Scheiße, was ist denn da passiert? Warte mal, ich glaube, ich habe eine Idee. Okay. Ich gehe jetzt mal speichern unter, dann ist LPTS E2 und dann versuche ich diesen Autosave zu verhindern. Mhm. Dass uns die Welt nicht zerschossen wird, weißt du? Ja. Da kommen wir zur Not auf den Stand auch zurück. Mhm. Ja. Ich bin wieder auf Energie. 97%. Ja, also ich weiß jetzt nicht, irgendwie macht der Flugzeugträger für mich von Minute zu Minute weniger Sinn. Ja, ich glaube auch, dass wir doch mal auf irgendwas anderes umswitchen müssen. Aber wenn der Flugzeugträger einen entscheidenden Vorteil hat, du bist nicht an den Ort gebunden. Ja, das schon.
Wir könnten allerdings. Ja. Wir können auch eine Art kleinen, leichten Kreuzer wie. Ich glaube, ich habe die ja von meinem Singleplayer. Ja, von meinem. Als ich Singleplayer gestern oder vorgestern gespielt habe, habe ich dir auch das Bild geschickt. Ja, du hast mir was geschickt. Vielleicht so eine Art kleinen Kreuzer machen und den halt auch so, sag ich mal, standortunabhängig bauen. Also, okay. Dass ihr zum Beispiel mit integrierten Bohrkopf, der dann ausfährt oder sowas, macht. Mhm. Oder sowas.